Das Dorf Nolde, nahe der Nordsee, im deutsch-dänischen Grenzgebiet gelegen, ist die Heimat des Malers Emil Nolde. Der Bauernsohn wurde 1867 geboren. Nach der Jahrhundertwende siedelt sich Nolde auf der Insel Alsen an. Gemeinsam mit seiner jungen Frau Ada lebt er in einem kleinen Fischerhaus. Frühling im Zimmer ist eines der ersten gültigen Bilder. Noch verbirgt sich die Glut der Farben unter dem Schleier des Sonnenlichtes. Auch die Blumen- und Gartenbilder sind noch ein Vorspiel. Doch die Farben zeigen schon Klangfülle und Festigkeit. Die einfachen Gartenbilder genügen Nolde nicht mehr. Das Figurenbild steht bald im Mittelpunkt seines Werkes. Die fest zupackende Form lässt an die Bilder von Pieter Brueghel denken. Die Kerzentänzerinnen von 1912. Ein Bild aus rhythmisch fließenden Zeichen. Einen Teil des Jahres verlebt Nolde in Berlin, in einer seinem eigenen Wesen entgegengesetzten Welt, die ihn dennoch als Maler fasziniert. Im Winter 1910 entsteht eine Bilderfolge vom nächtlichen Leben der Großstadt. Ich malte das Licht der Säle, den Oberflächenflitter, die Menschen alle, ob schlecht, ob recht, ob Halbwelt oder ganz verdorben. Viel Augenreiz war allenthalben. Die Slowenen. Ein fremdländisches Paar im Vergnügungsmilieu der Großstadt. Als Mitglied einer Expedition fährt Nolde 1913 in die Südsee, um das Leben der Eingeborenen kennenzulernen. Er sagt, dass ihn als Mensch und Künstler immer die ganzen Stufen des menschlichen Seins von der Urnatur bis zur Auflösung interessieren. Wildheit, Trotz, Tragik und Trauer sprechen aus dem Bild der Neuguinea-Wilden. Familie. Tropensonne. Wieder in der Heimat zieht Nolde in ein kleines Bauernhaus. Er nennt es Utenbach. Später, als das Land an Dänemark kommt, werden neue Deiche gebaut. Der ursprüngliche Charakter der Landschaft ist bedroht. Nolde zieht wenige Kilometer südwärts über die Grenze. Auf einer leerstehenden Warft baut er ein eigenwillig burgartiges Haus, Seebühl. Die nordfriesische Landschaft ist das immer wiederkehrende Thema seiner Kunst. Weites Land unter einem hohen Himmel und Wolken, von denen Emil Nolde sagt, auf dem flachen Land sind sie der Schrecken der schwachen Gemüter und dem Starken jedes Mal ein Erlebnis von Dramatik und Naturgröße. Eines der vielen Meerbilder. Nolde berichtet von einer Sturmfahrt im Kattegat. Falls eine Sturzsee mich über Bord gespült und ich im Element zwischen Leben und Tod hätte kämpfen müssen, ob ich wohl dann das Meer noch mächtiger würde malen können?
schwüler Abend. In Sebel entsteht unter dem Schutz von Redwänden, Hecken und Bäumen ein Garten, größer und schöner als alle Gärten in dieser vom Sturm durchwehten Landschaft. Hier haben viele der Blumen- und Gartenbilder ihren Ursprung. Großer Mohn. Eine Variation über das Thema Rot. Dahlien und Sonnenblumen. Mohn und rote Abendwolken. Die Blumenbilder haben es nicht schwer, sich die Zuneigung der Menschen zu erobern. Emil Nolde malt sie mehr zur Erholung. Sie geben ihm Kraft für die Arbeit an den ernsten, schweren Werken. Dazu gehören seine religiösen Bilder. Das größte ist das neunteilige Werk vom Leben Christi. Es ist wie ein Flügelaltar aufgebaut und erinnert an die großen Werke des Mittelalters. Die Heilige Nacht. Die heiligen drei Könige. Der zwölfjährige Christus. Die Kreuzigung. Der ungläubige Thomas. Christi Himmelfahrt. »1937. Aktion Entartete Kunst. Nolde steht im Mittelpunkt der Angriffe. Die Funktionäre des Nazi-Regimes beschlagnahmen in deutschen Museen mehr als 1000 seiner Arbeiten. Nolde erhält sogar Malverbot. Jetzt wird das einsame Haus in Sebel für den Maler Zufluchtsort und Versteck. In den Jahren der Verfolgung entsteht hier ein letzter großer Bilderkreis. Hunderte von sehr kleinen Aquarellen, die Nolde selbst seine ungemalten Bilder nennt. Die meisten dieser Blätter sind als Entwürfe für Gemälde gedacht. Sie sind kaum größer als die Fläche einer Hand. Doch die Darstellung ist ungewöhnlich dicht. Das Jahr 1945 bringt dem greisen Maler Befreiung von Verbot und Verfolgung. Die hohe Sturzwelle. Als Nolde dieses Bild malt, hat er das achte Jahrzehnt seines Lebens überschritten. Das letzte Selbstbildnis. 1956 stirbt Emil Nolde, beinahe 90 Jahre alt, in Sebel. Nach dem Willen des Malers ist das Haus mit seinen Gemälden und Aquarellen jetzt allen Freunden seiner Kunst geöffnet.